Am späten Nachmittag, sprich am heutigen Tag, wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere Maßnahmen bzw. schärfere Lockdown-Pläne bekannt gegeben. Wir haben mal nachgefragt bei den Berliner oder Politiker am Vormittag, was sie davon halten. Die bisherigen ja sehr harten Maßnahmen haben Erfolg gehabt. Das heißt, dieses exponentielle Wachstum der Infektion nach oben ist ja nicht nur gestoppt, sondern ist auch ein Stück weit wieder runtergebrochen worden. Aber wir müssen jetzt den Erfolg auch vollenden. Nicht im 5-Meter-Raum stehen bleiben, sondern den Ball auch noch über die Linie schieben. Und deswegen kann es sein, dass gezielte Maßnahmen, da wo wir sehen, dass Infektionsketten entstehen, dass die noch sinnvoll sind. Und ich finde, wir müssen jetzt alle noch ein Stück weit die Zähne zusammenbeißen und dann gibt es auch eine Perspektive, nicht zuletzt durch das Impfen, dass wir auch unser altes Leben zurückbekommen, das wir uns ja alle wünschen. Nun, wir befürchten, dass weitere Verschärfungen uns in der jetzigen Situation nicht helfen. Wir haben einen ganzen Strauß von Forderungen, an Vorschlägen gemacht als FDP, wie wir zu geringeren Freiheitseinschränkungen kommen können. Corona, die Pandemiesituation fordert uns alle und wir müssen vorsichtig sein, wie wir mit dem Virus umgehen. Aber es kann nicht sein, dass da die Politik versagt, immer mehr Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Es geht erstmal um eine sinnvolle Teststrategie. Das Impfchaos muss endlich abgestellt werden. Es muss mehr Impfstoff besorgt werden. Die Pflege- und Altenheime müssen besser geschützt werden. Und wenn das erstmal umgesetzt ist, dann können wir über weitere Verschärfungen reden. Es gibt ja mittlerweile schon die Gerüchte, dass die Maßnahmen noch verschärft werden sollen. Der Lockdown soll noch härter werden. Es soll noch größere Ausgangsbegrenzungen geben. Davon halte ich überhaupt nichts, weil ich denke, solange die Menschen nicht geimpft sind, verschiebt man das Problem nur damit nach hinten. Die Bundesregierung sollte sich darum kümmern, dass die Menschen, die geimpft werden wollen, genügend Impfdosen haben und dass man das auch schnell über die Bühne bringt. Das schafft sie offensichtlich nicht. Aber eine Politik weiter so, immer härteren Lockdown, wird das Problem nicht lösen und wir werden eine Änderung, eine Verbesserung der Lage sicherlich haben, wenn die Temperaturen wieder wärmer werden. Da wir immer noch Vormittag haben, wussten wir noch nicht, was beschlossen wurde. Vielleicht kommt jetzt eine FFP2-Pflicht und eine nächtliche Ausgangssperre. Mein Kollege Luca Wildförster hat sich mal umgehört. Was würdest du von einer nächtlichen Ausgangssperre halten, so wie der FFP2-Maskenpflicht? Ich würde davon nicht sehr viel halten, weil ich nicht glaube, dass ich nachts auf den Straßen eingesteckt wird, vor allem nicht bei den Temperaturen. Denkst du, es gäbe andere Maßnahmen, die sinnvoller wären? Die große Wirtschaft vielleicht mal ein bisschen runter. Also dieser Zero-Covid-Lockdown wäre meines Erachtens die beste Alternative. Eine FFP2-Maskenpflicht finde ich sehr sinnvoll im ÖPNV. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es keine FFP2-Masken gibt. Jedenfalls nicht so frei verkäuflich, also in den Apotheken ja, und dass die aber einfach für bestimmte Gruppen zu teuer sind. Also kann sich einfach nicht jeden Tag eine Maske für 2,50 oder 3 Euro leisten. Und die nächtliche Ausgangssperre, es gibt sowieso keine großen Anreize rauszugehen, aber tatsächlich für Menschen, die alleine leben und die tagsüber arbeiten müssen, sei es im Homeoffice oder sonst irgendwo, ist es schon extrem belastend, einfach niemanden mehr sehen zu können. Also ich glaube schon, dass es da sehr großen Spielraum gibt, dass Menschen das unterschiedlich auslegen, wie viele Leute sie treffen. Aber naja, ich habe jetzt gerade darüber gesprochen, ich habe einen einzigen Kontakt, den ich irgendwie so sehe. Und ja, wenn es die Ausgangssperre geben sollte, ist das für mich schon extrem belastend. Also ich trage alles andere, habe ich gut mitgetragen, aber jetzt habe ich das Gefühl, okay, es muss an anderer Stelle und nicht im Privatleben auch mal irgendwie was passieren. Ja, Ausgangssperre weiß ich nicht genau hier, also in Kreuzberg hier inzwischen wahrscheinlich nicht mehr bei dem Wetter, bei besserem Wetter schon. Ich würde, glaube ich, eher Büros, Produktionsanlagen und Kitas schließen für 4 Wochen. Also ich bin da eher so auf diesem Zero-Covid. Ich würde so einen ganz harten Lockdown machen für 4 Wochen und dann hat man einen Erfolg erzielt. Ob jetzt FFP2-Masken oder Stoffmasken, weiß ich jetzt nicht genau, ob das dann was bringt. Also das halte ich so ein bisschen für gebastelt. Okay. Und sind Sie bisher mit den Maßnahmen zufrieden, die bis jetzt beschlossen worden sind? Nee, die gehen mir nicht weit genug, ganz ehrlich. Also ich glaube, das richtet auch wirtschaftlich und auch so psychologisch und auch sozial viel mehr Schaden an, wenn man es endlos durchhält und endlos dran rumdoktert, als wenn man einmal einen harten Lockdown, also einen richtig harten meine ich jetzt, also nicht so, wie das hier diskutiert wird,
macht, weil, aber ist gut, es geht halt nicht, weil bei uns steht halt die individuelle Freiheit immer über dem Gemeinwohl, und was sehr schade ist. Aber deswegen ist es halt sehr schwierig für die Politik, das durchzusetzen. Das verstehe ich. Also ich habe jetzt nicht, denke jetzt nicht, oh, die machen alles falsch, sondern die stehen ja auch im Dilemma. Also man muss ja auch aufpassen, dass einem die Leute nicht aufs Dach steigen dann. Ja. Und wenn den Menschen halt 4 Wochen Freiheit wichtiger ist als das Gemeinwohl, dann ist es halt so. Aber da muss die Gesellschaft das dann natürlich auch tragen, letzten Endes. So traurig das Ganze auch ist, es gibt auch solche Stimmen, die berechtigt sich fragen, wie viele Maßnahmen können denn da noch kommen? Zig Millionen Labore auf dieser Welt, wo Killerviren gezüchtet werden, das ist auch Tatsache. Ich will auch nicht, dass irgendeiner stirbt, nein. Aber dafür mein Leben zu zerstören, soll ich ihm auch sagen, ich bin hier geboren, okay? Hey Mann, kennst du von Materia diese Werbung von diesem Rapper, Mapper, bla bla? Da steht, das Leben ist kein U-Bahnhof. Ich gehe jetzt zum U-Bahnhof, damit ich frei Internet habe. Ich habe eine Wohnung, zu der ich nicht hingehen kann. Okay, haben dieser Teil-Lockdown oder dieser Lockdown, haben die irgendwie geholfen? Nein, sie haben nicht geholfen. Jetzt wird noch mehr verschärfte Maßnahmen gemacht. Hey, ich will nicht, dass irgendeiner stirbt. Aber ich will auch nicht selber sterben. Ich bin schon gestorben. Guck mal, ich habe nichts zu tun. Kannst du jetzt reinhauen? In meiner Welt, ja, lade ich von da nach da, von da nach da. Einfach so, damit es mir warm ist. Weißt du, wo ich jetzt chillen werde? In einem Waschsalon. Soll ich sagen, warum? Du könntest sagen, hey, Obdachlos, geh doch zu dem ganzen Obdachlos. Hey Mann, da stinkt's ohne Ende. Du wirst mit 3-4 Leuten, du wirst auch noch beklaut. Gewalt ist da ohne Ende. Ich war im Pfefferberg zum Beispiel. Ja? Mann, was kann ich dafür? Und soll ich was sagen? Man sagt ja, man soll immer auf die älteren Leute achten. Man, Nächstenliebe und so. Hier 1,5 Meter Abstand halten. Wo waren diese Leute bis jetzt? Ich bin 41 Jahre alt. Wo waren diese ganzen alten Leute für mich da? Man soll auf die Alten achten. Ey, ich sag nicht, dass sie sterben. Überhaupt nicht. Gar nicht, Mann. Das ist das Asozialste, was es gibt. Aber wo sind sie? Was haben sie bis jetzt gemacht für mich? Für mich. Sie haben asoziale Gesetze gemacht. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du das ausstrahlst, strahl's aus. Sag, wie krank diese Gesellschaft ist. Geh zu, wenn ihr es mir nicht glaubt, Schönhauser Allee, 121, da wohnt ein Freund von mir, okay? Er hat ein 40 Quadratmeter Zimmer, da sind 2 Mülltonnen drin. Eine Heizung, ein Fahrrad, 2 Fenster und eine Tür, wo du reingehen kannst. Weißt du, was ich hier sagen will? Ich will dir nicht einen auf Che Guevara spielen oder so. Überhaupt nicht. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker links oder rechts. Ich heiße Levan. Levan Wichert, okay? Es gibt für Mülltonnen Räume in dieser kranken Gesellschaft, aber für Menschen nicht. Okay, alle sagen Masken. Leute werden zusammengeschlagen, weil sie keine Maske rechtzeitig angehabt haben. Ja, eben gerade. Ja, ich kann mir das nicht leisten, Mann. Und ich will das auch nicht. Ich will das nicht. Verstehst? Ich hab guck mal, nur so, wo die Pandemie anfing, haben mich alle gefragt, wie heißt denn das? Und ich hab gesagt, hey, Corona. Okay, jetzt ist die Mutation da. Und in ein paar Monaten heißt es Verena. Oder Aisha oder Fatma. Irgendwas wird wiederkommen. Die Menschlichkeit ist, finde ich dramatisiere es nicht, voll am Arsch gerade. Zwischenmenschliche Beziehungen wie sich mal umarmen oder die Hand geben und so, sind gar nicht mehr da. Ich habe 8 Tests durch, weil meine Mittelhand gebrochen wurde. Und ganz, ganz ehrlich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Es gibt diesen Virus, ja, bestimmt. Aber ich habe keinen einzigen gesehen. Keinen einzigen gesehen, nur gehört, der hat's. Ich hab's nicht gesehen. Und deswegen werde ich irgendwann mal in ein Krankenhaus gehen, glaube ich, und mal gucken. Okay. Strahlt das aus. Ja, das Virus kann man nicht sehen, aber es ist da. Vielleicht liegt es daran, dass man solche Statements bekommt. Es gibt keine Corona. Glauben Sie nicht? Nein. Okay. Es gibt keine Corona. Warum? Weil es... Bis jetzt, es hat keine gestorben zu Hause. Die sterben nur im Krankenhaus. Eins. Das Zweite, ich denke, das ist Politik-Sache. Okay. 100%. Alles klar. Ich lebe seit 6 Monaten oder 1 Jahr mit der Corona. Und auch auf der Straße. Ich habe viele Leute kennengelernt, die sind noch gesund. Ich weiß nicht, warum. Immer Lügerei. Einmal diese
Grippe von Schweinegrippe oder Hühner. Und dieses Mal, wie heißt das, 19 Corona und 18 Corona und 17, das ist alles Lügerei. Alles klar. Politik-Sache. Okay. Ja, die Politik tagt noch im Kanzleramt. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es heißt, nachgefragt. Zum Redaktionsschluss gab es noch keine Einigung zu den weiteren Maßnahmen und Verschärfungen vom Corona-Gipfel aus dem Kanzleramt.